Lobby ist 5 vor, mach die Lobby auf und 5 geht um halb, starte ich Quali. Eins, zwei, fünf Absagen haben wir. Ja, ja, alles gut. We'll make a new tomorrow.
So, meine Freunde, herzlich willkommen hier aus dem verregneten Belgien. Ich begrüße auch an meiner Seite die Keule. Die Keule, die wieder heute den Host macht, und ich habe einen Co-Moderator auch heute dabei, der wird dann gleich dazu kommen. So, Keule, ich hoffe, du bist auch einigermaßen trocken am heutigen Tag. So, höre ich die Keule heute nicht? Keule, jetzt lang. Ich hoffe, du bist auch einigermaßen trocken am heutigen Tag. Ja, noch ja, sage ich. Noch. Ja. Ich werde heute später nass wie die anderen. Ja, ich habe auf jeden Fall jetzt meinen Regenschirm schon mal ausgepackt. Wie gesagt, werde dann auch gleich, wie gesagt, zu uns ins warme Studio dann weitergehen und im Endeffekt dann hier meine nassen Klamotten wegtun. Bin im Augenblick noch mit dem Regenschirm unterwegs und präsentiere euch hier live und in Farbe hier nochmal unsere Regeln, wie mir oder was mir bei der EGTL haben. Das heißt, da mache ich mal das Thumbnail weg. Dann habe ich hier mal, bei uns geht die Lobby gleich auf, 25 geht sie auf. 30 beginnen wir mit der Qualifikation. Wir haben eine Outlap, zwei gezeitete Hotlaps. Dementsprechend wird auch die Startaufstellung so gemacht. Renndauer ist bei uns in der Lobby 4, 50 Minuten. So. Dann haben wir Regen weg. Wir fahren heute auf Spa-Francorchamps mit der berühmten Rouge-Kurve. Entweder hast du die Eier oder hast du sie nicht. Dementsprechend wird sie man sehen. So, Freunde. Was haben wir denn noch? Wir haben die Tabelle zu. Es hat gibt einen neuen Spitzenreiter. Der Firebenny hat den Y-Pax abgelöst. An der Spitze ist jetzt mit 121 Punkten vor 97 Punkten vorm Y-Pax. Pink Lady ist heute nicht dabei, richtig? Was ich mitbekommen habe. Richtig. Ja, richtig. 5 Absagen haben wir. Genau, 5 Absagen ist leider sehr, sehr traurig, dass wir 5 Absagen haben. Na, weil bei 13 Fahrern ist das schon etwas knapp. Aber dementsprechend macht nichts. Die anderen bieten auf jeden Fall Rennsport pur. Na, dann haben wir Mikey, der Große. Dann haben wir Son Subi mit 92. Wie gesagt, Mike und Sony beide gleich. Dann kommt der Daniel mit 81 Punkten. Third Case 70 Punkte. Der Röni ist, glaube ich, auch nicht dabei, was ich gelesen habe, mit 69 Punkten. Ja. Genau, Kuhmann 68, Mambo mit 58 Punkten. Der Robby 51, Schaubi ist auch nicht dabei, was ich weiß. Ja, 37 auch. Punkte hat er. Ronny 27 Punkte. Wer fehlt denn da noch? Der Ronny fährt nicht mit, Schaubi fährt nicht mit, der Röni fährt nicht mit, Pink Lady und Fire Benny ist noch nicht hundertprozentig. Okay, naja, dann schauen wir mal. Wie gesagt, es gibt ja auch manche Leute, die arbeiten müssen. Ja. Und ja, das geht natürlich vor. Alles andere müssten sich halt eventuell was überlegen, ob das dann so sinnvoll ist. Ich ganz ehrlich. Weil es ist ein Hobby und dementsprechend. Ja, ist nur meine persönliche Meinung. Ja, so. Dann habe ich noch eine persönliche Sache. Würde mich freuen, wenn ihr mich unterstützen wollt, auf meinen Social Media Kanälen, hier auch bei Twitch. Lasst gerne ein Däumchen da, würde mich freuen. Wie gesagt, es wird im November auch bei mir noch was geben. Ein Highlight für Ende des Jahres. Werdet ihr dann erfahren, wenn es wirklich soweit ist. Dementsprechend Twitch, YouTube, Facebook, Discord und auch Instagram natürlich. Würde ich mich freuen. Lasst einfach einen Button da und ihr fahrt alles rund um die EGTL, auch TCC aus Assetto Corsa ist oder die Formel 1. So, dann geht's gleich los nach dem Intro und dann denke ich mal, bin ich gleich im Studio und wir sagen bis gleich. Welcome to Quasi 97 Gaming.
So, und da sind wir auch schon im Studio. Es ist kuschelig warm, es ist trocken und so suche ich mal die Lobby. Da ist sie ja schon. Hoffen wir, klappt heute alles. Wie gesagt, die letzte Zeit öfters mal Probleme gehabt mit den Lobbys. Mal gucken. Wie gesagt, wir sind heute live. IGTL Lobby. So, ich hoffe, mein Co-Moderator kommt auch noch bald. Na, habe ihn schon eingeladen. Bin ich gespannt und ich grüße natürlich meine werten Zuschauer am heutigen Nachmittag. Schön, dass ihr da seid. Es ist schön, dass ihr da seid. Wir haben der Röni ist da, GRP Mengine ist da, Heike ist da. Jorimin ist da, Justin ist da, Karl-Heinz ist da, Maya ist da, mein Nightbot natürlich ist auch da, da ist er, Chris ist auch da, so, Tobias ist da, so, bin mal gespannt. Wir schauen mal auf die Strecke, das können wir noch nicht. Jetzt baue ich mal im Hintergrund ab, mein Pro endlich hier mal reinkommen kann. Und ob wir das mal hier. Ob er jetzt hier mal beitreten kann. Gucken wir mal. Bin gespannt. Ah, ich hasse Schmuddel, kaltes Wetter. So, 30 ist gestartet. Quali go. So. Wenn das ist ja kein Problem, bis mein Co. da ist. Ja, ist ja erst Einführungsrunde. Genau. So, mei, oh mei, schaut euch das Sheet wieder an, wird mir ja. So, Karl-Heinz, einen wunderschönen. Da ist er ja. Grüß, ich grüße dich. Ja, einen schönen Sonntag euch beiden. Genau. Hallo. Hi. So, Pauli, das ist mein Co. Kennst du Ja. vielleicht von der GT Magenpokal früher? Der Chris ist Ja. eigentlich seit. Ja, kann man schon sagen, mehreren Monaten an meiner Seite, wenn irgendwelche Events starten und er Zeit hat, dann Super. unterstützt er mich immer. Ja, schön. Sehr ehrlich, ich Und gehe dir auf den Sack. ja, danke. Ja, Karl-Heinz, ich komme aus Mittelfranken, das ist richtig. Ja, richtig. Es gibt da Das hört man doch. es könnte auch Unterfranken auch noch kommen. Oder Oberfranken, aber na gut, die Oberfranken sprechen ein bisschen anders bei den Unterfranken. Ja, schau mal. Schaut euch das an. Vipex habe ich gerade im Bild und er hat wirklich zu kämpfen mit seinem Lamborghini bei diesen Streckenverhältnissen. Es ist heute ein Ritt auf der Rasierklinge. So, Pink Lady, auch schön, dass du da bist. In Gunzenhausen? Ja. Gunzenhausen ist zwar ein paar Kilometer entfernt, aber kennt man natürlich, ist ganz klar. War ja auch schon bei euch im Hallenbad. So, Netzo, schön, dass ihr da seid. Freut mich hier. Lauf Nummer 5. So, Keule. Was kann man Ja. heute erwarten von diesem Wetter? Oder von dieser Strecke mit diesen Fahrzeugen? Meinst du zeitmäßig jetzt? Auch, ja. Also erstmal verwundert mich halt ja, dass der Vipex mein Lambo fährt. Das finde ich eigentlich schon mal überraschend. Okay. Hätte ich nicht gedacht. Weil? Ja, aber ja, weil er schwierig ist, verdammt schwierig zu fahren. Also, wir haben ein Und wie ich Bild und das ist, also, ja. er fährt mehr quer als, ne? Also, fährst du Ja. quer, siehst du mehr. Und wie Ne? ich ihn kenne, wird er auch ohne Traktion fahren, was in meinen Augen eigentlich heute fast nicht möglich ist. Aber es gibt einige Fahrer, habe ich schon gesehen in den Trainings, die ohne Traktion fahren. Oh, Mambo war Ja. gerade schon mal draußen. Ja, und zeitenmäßig werden wir uns zwischen 47, 48, 46, denke ich, so bewegen. Okay, 2 Minuten Bei, natürlich. ja, 2 Minuten. Ja. Ja, also er geht jetzt auf seine gezeigte Runde. Wir schauen aber mal durch. So, dann der Sony mit dem Porsche unterwegs heute. Coleman Das auch stand. mit dem Porsche, ja. Peugeot haben wir noch, Ja. GTR, Lambo. Mike Ja. ist mit Peugeot. Hi. Dann Schön. Daniel.
Schwierig, gar kein Ausdruck, Micha, richtig. Gebe ich dir auch recht. Es wird definitiv nicht einfach werden. Wenn man sich das anguckt, Bypex ist auch der Einzige, der ohne Traktionskontrolle unterwegs ist. Also da nochmal doppelter Respekt. Das ist schon echt gewagt. Ja, genau. Matt, grüß dich. Schön, dass du da bist. Und wir gehen mal in die Haubenperspektive und schauen uns das Ganze mal von außen an. Ja, du schleichst da mehr über die Strecke als alles andere. Also die Verhältnisse sind wirklich nicht gut. Ja, wobei auf der Camel Straight mit 230 würde ich auch nicht als Schleichen bezeichnen bei den Verhältnissen. Nein, natürlich nicht. Das ist klar. Aber halt, schau mal wieder die Kurven. Nimmst du mit 70? Ich denke mal, du nimmst es teilweise mit knapp 100. 110 dementsprechend, wenn du Sonnenschein und Slicks drauf hast. Also es wird halt ja, bestimmt in den, auch in den anderen Ligen nicht einfach. Definitiv. Na, es macht doch dementsprechend auch immer weniger Spaß. Ich denke mal, wir werden heute einiges zu sehen kriegen. Für den Zuschauer wird das sehr schön. Ja. Bypex, der kämpft da wirklich mit seinem Fahrzeug. Das ist... So, ich gehe mal auf in Coleman. Na, jetzt frag mich mal, wir fragen mal so oder für die Zuschauer. Welches Fahrzeug ist eigentlich am heutigen Tag eigentlich dafür am besten geeignet? Der Porsche ist zickig. Porsche. Der Lambo ist zickig. Ich sag der Porsche. Meinst du wirklich? Meinst du nicht, dass eventuell der Peugeot da Vorteile hat? Weil sich doch ein bisschen besser fährt? Nein, die nehmen sich nichts. Der Porsche ist noch im Sprit noch ein bisschen besser vom Tank. Okay. Also ich sag mal Porsche. Okay, Porsche. Oh, oh, Vipex dreht sich raus. Ja. Direkt vor Startziel. Ja. Schade. Peugeot, also Karl-Heinz meint Peugeot, der Karl Netzo meint NSX oder Porsche. Ja, NSX stimmt. Hm. Ja, also, wir haben jetzt eine Sony mit 248 621. Vipex hat noch kein 2 Minuten 56 723. Also, Netzo meint eventuell und der R8. Also, die Meinungen gehen definitiv auseinander. So, hier haben wir den Peugeot vom Daniel. Fährt jetzt hier über die Start- und Ziellinie und hat eine 2 Minuten 50 067 GTR. Ja, hier haben wir eine neue Farbe vom Robby. Robby fährt jetzt in Gelb. Ist noch auf der Zeit unterwegs auf seiner schnellen Runde. Oh, kommt da schon weit raus. Der Rüdemann GTR, also die Meinungen gehen wirklich auseinander. Ich bin auch wirklich gespannt, was sie dann in den Anliegen. Ah, Zeit. Zeit. Jetzt hat es abgebaut. Also wenn man sich die Sektorzeiten mal anguckt, da ist Vipex auch deutlich vorne gewesen. Also beide Sektoren vorher deutlich schnellster gewesen und im letzten Sektor natürlich das Ganze hat verloren. Aber jetzt gerade ist er auch wieder auf einer guten Runde unterwegs. Hälfte der Strecke ist rum. Mal gucken, ob er dann jetzt auf B1 kommen kann. Ja. Also 2 Minuten 54 hier beim Robby. Quizil. Wenn ich es richtig ausgesprochen, ich hoffe zumindest. Servus, schön, dass du da bist. Kommt immer davon, ob du mit TKS. Ja, genau. Das ist ja das genau das Ganze hier. Jetzt sind wir hier auf Abwägen mit Mambo. Ja. 2 Minuten 58, 621. Also ich denke mal, die Zeit vom Subi. Ist schon gut, wenn es klappt, haben wir noch eine 47er Zeit. Aber ich finde, es ist heute ist es glaube ich egal, von welchem Startplatz du fährst. Wir haben eh leider sehr viele Absagen heute. Und dementsprechend und bei 15 Minuten Renndauer Regen auch noch, ist glaube ich heute egal. Und der Lambo bei Regen ist sehr hart. Glaube ich. So, Subi nochmal auf. Zeitverbesserung. Aber macht nichts für die Leute, wo heute mitfahren und zuschauen, vor allem euch in den Chat.
Schön, dass ihr da seid. Schaut euch das Sheet wieder an. Wie gesagt, ich habe meinen Regenschirm vorhin weggepackt. So, also mit dem Porsche fahre ich ohne 247. Nur ist zu spannend. Okay. So, 1,49, keine Zeitenverbesserung hier für ein Subi und Vipex hat nochmal einen draufgelegt. 2,48. Ja, muss der ja. Ja, genau. 2,48, 1,63. Knapp an der 1,47, denke mal. Ab Liga 3 da auch bessere Zeiten fährt, weiß ich nicht. So, also Miki jetzt gerade der Große auf 4 vorgefahren. Da hatte Trümmer noch gerade wirklich sehr kollegial Platz gemacht. Dadurch jetzt nochmal eine Zeitenverbesserung gewesen von Miki, der Große. Ja, 2 Minuten 52, 1,72 bei Miki. Daniel auf Platz 3, 2 Minuten 49, 7,95. Also ich könnte mir vorstellen, dass Vipex schon wegfahren kann. Aber wenn du Rouge fährst, zum Beispiel ohne Traktionskontrolle, also Gorgones musst du wie ein Pferd haben, glaube ich. Na? Also das ist heißt schon... Das heißt, 50 Minuten hochkonzentriert sein. Auf. Ein Fehler. So. Anstrengend für alle Fahrer. Auf jeden Fall. Robbie ist noch auf seiner gezeigten Runde. Wie gesagt, die 2,54 hat er gehabt. Sind wir nicht mehr wie 7? Nur 7. Ein unentschuldiges Fehlen haben wir. Okay. Der Third Case, der fehlt. Schade. So, und Robbie ist noch auf Zeit und 3 Minuten. Nein. Hat sich dann wahrscheinlich einen Ausritt geleistet. Mambo ist der Letzte. Ja. Und Mambo kommt, wird aber 2,57, 2,21, konnte sich leider nicht mehr verbessern von der Platzierung her. Ist aber für sich nochmal eine bessere Zeit gefahren. Wie gesagt, wird sehr, sehr spannend. Könnte man schon wirklich heute vorstellen, dass es einige Abflüge gibt, auch besonders im Renntempo. Könnte ich vorstellen. Ja. Es ist natürlich schade, dass Benny nicht dabei ist. Damit wird wahrscheinlich Vipex wieder an der Tabelle ranrutschen. Ich glaube, die Tabelle kann er sich nicht mehr zurückerobern, am heutigen Tag zumindest. Und dann findet ja dann schon das große Finale heute statt. So, einen wunderschönen Nachmittag heute. Hier aus dem Vereinigten Belgien. So, ich bin froh, wenn ich im Schnitt eine 1,52 fahre. Ja, nicht so. Es wird eine harte Tortur. Und wenn du dann Liga 1 fährst und mit 60 Minuten noch sind, noch mal 10 Minuten mehr. Marcel, grüß dich. Schön, dass du da bist. Schön, dass du reinschaust. Schau dir das Sheet wieder an. Regenklamotten ist heute auf jeden Fall für uns Streamer vorgesehen. Was schon Gummistiefel, Regencape. Soll es auf jeden Fall mit einpacken. So, liebe Zuschauer, jetzt geht's gleich los. Großer Preis von Belgien. Spa-Francorchamps lädt ein GT3-Fahrzeuge. Komm du mir nach Hause, du hast es wieder bestellt. Na, herzlichen Glückwunsch. Ja, aber es ist mal was anderes für die Fahrer. Es ist mal was anderes für die Fahrer, weil da ist es gleich Start und Rechtskurve und dann erstmal gib ihm. Erste Kurve wird auf jeden Fall spannend. Ich hoffe, dass die Replay geht. Ich habe das Spiel auf jeden Fall gelöscht. Habe es jetzt nochmal neu installiert. Ich hoffe es zumindest. Nicht, dass ich wieder ein LSD habe und dann muss ich wirklich mal die PlayStation zurücksetzen. Ja, was meint er heute von den Platzierungen her? Was denkt er? Schwierig, ganz schwierig. Du musst so fehlerfrei fahren. Heute zählt die Konstant. Ja. Nicht die Schnelligkeit, sondern die Konstant. Ja. Leider nur 7 Fahrer heute bei uns.
Der Denator sagt natürlich einen wunderschönen Tag an alle. Und jetzt geht's gleich los. 15 Rennactioner bei uns hier in Gruppe 4. In der Gruppe 3. Race Nummer 5. Gruppe 3. So, und alle kommen weg. Das ist schon mal sehr gut, dass alle wegkommen heute am heutigen Tag. Und den Platz an der Sonne behauptet Vipex, und das ist wirklich ein sehr, sehr diszipliniertes Fahren durch die erste Kurve, keine Schäden. Ja. Das ist sehr, sehr gut. Es freut mich. Und Hamburg gerade an Kummel vorbeigegangen, der auch ohne Traktionskontrolle gestartet tatsächlich. Ja. Jetzt gerade wieder aktiv. Und wir gehen gleich in die Hauptperspektive und es schaut auf jeden Fall nicht mal so schlecht aus. Ja, cool, man, der ist ganz schön am Kämpfen mit seinem Auto da hinten. Da sieht man nur, wie das Heck mal rausgeht. Mhm. Aber hält das Auto auf der Strecke. Ja, Mambo hier im direkten Duell gegen Robbie. Ja, dann gehen schon ein bisschen weiter vor. Aber jetzt ist Coolman gleich dran und wir bleiben hier mal auf der Heckperspektive drauf, liebe Zuschauer. Und schauen uns an, wie sind die Kurve. Oh, Coolman wieder mit so einem leichten Drift. Und da geht der Mambo schon etwas weit raus. Ah, er kommt zurück auf die Strecke. Glück gehabt und jetzt dreht er sich gleich weg. Liebe Zuschauer, schaut euch das an. Oh. Coolman muss kämpfen. Wir schauen mal, keinen Schaden bei Coolman. Dann gehen wir mal eins vor zum Mambo. Mambo, ja, geht weit. Und muss schauen, Mambo muss immer schauen, wenn er zurückkommt, dass er da keine trifft. So, wir gehen auf die... Oh, da geht der erste. Daniel geht weg. Und dann haben wir hier einen Schaden. Daniel auf Platz 7. Keinen Schaden für Daniel? Ja? Kein Schaden, nur gedreht. Okay. Ja, aber das Auto ist ja direkt durchgefahren. So. Ja, vielleicht hat er zum Ghosting Glück gehabt. Robby ging auch gerade weit. So, dann schaue ich das mal wirklich in der Replay, ob ich es heute wirklich reinkriege. Ja, und wie immer, es funktioniert wunderbar, meine Replay. Ich schmeiße das Spiel mal zum Fenster. So, liebe Zuschauer, wir fangen an. Vipex mit 2,3 Sekunden Vorsprung vom Sony. Die zwei setzen sich schon ab, haben über 5 Sekunden Vorsprung vom Robby. Dahinter kommt es schon gleich zum Knaller-Duell zwischen Mikey und Mambo. Dann haben wir Coolman und Daniel. So, dann gehen wir mal beim Mambo hier rein. Schön in die Haubenperspektive, liebe Zuschauer, der im Windschattenbereich ist. Naja, Windschatten kann man ja fast nicht sagen. Das ist ja mehr Spray als alles andere. Dann schauen wir mal hier. Ja. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Und ich glaube, die beste Perspektive ist, glaube ich, heute Heli. Und hier der Bremsversuch. Angriff von Mambo, ja, aber nicht geschafft. Hat er aber Glück gehabt, ganz ehrlich, noch ein bisschen später auf der Bremse und es hätte geknallt. Ja, und hier wieder im Drift, Coolman. Jetzt ist er direkt dran. So, liebe Zuschauer, jetzt hast er direkt dran hier im Windschatten. Jetzt geht's nach rechts, probier das nochmal. Oh, hoffentlich. Ah, jetzt zieht zurück. Alles gut. Alles gut. Also er fährt wirklich mit Bedacht, muss man wirklich sagen. Und jetzt geht's durch die Rouge und wir bleiben auf der Haube drin und dann wechseln wir natürlich mal nach vorne. Und jetzt schauen wir hier die verschiedenen Linien, weil jeder fährt anders über den Curb. Ja, schönes Gas rausgenommen, das Auto schön laufen lassen. Boah, Probleme hier bei Mikey. Und dadurch muss er den Platz abgeben an Mambo jetzt auf Platz 4. Ja, Mambo hat einen deutlichen Überschuss gehabt in der Rouge und kann natürlich auch auf der Camel Straight dann auch sofort angreifen. Ja. So, ich da bin hältst du keinen mehr. Nee, bin auf Vipex drauf, der jetzt knapp 4 Sekunden schon Vorsprung hat. Aber er kämpft. Schaust du dir genau an, Keule? Ja. Da sieht er wieder, wie er quer durch die Kurve geht. Wir haben heute keine Driftveranstaltung, liebe Zuschauer. Nein, wir haben ein Rennen bei Regen auf Spa. Er ist aber auch der schnellste Mann im Feld. Auf jeden Fall. Ohne Traktion. Ja, muss man wirklich sagen, Respekt dafür. Mit dem Lambo. Ja, Benny, schaust dir an. Der ein Konkurrent würde heute etwas auf die Pelle rücken in der Tabelle. Ja, den der sehr eng mit dem Curb hat er mal kurz gestriffen und hier
werde wirklich quer durch. Oh, sehr schöner Drift hier, wirklich. Bom. Vipex, es macht natürlich auch Spaß. Es ist ja auch so, es macht natürlich Spaß. Ja, es schaut natürlich richtig gut aus. Und hier, Bestzeit ist klar. Aber das kann ihn auch mal zum Verhängnis werden. Ja? Oh, Denjo jetzt gerade auf dem Weg zu seiner schnellsten Runde. Der macht noch richtig Feuer da hinten. Ist jetzt schon bis auf 9 Sekunden wieder rangefahren an Kuhlmann. Also ich gehe mal stark von außen. In 2 Runden ist er wohl wieder dran. Gut. Der gibt ja gerade wirklich volle Power. Richtig, da ist richtig, Marcel, da schaust du ja an, wie er wirklich quer geht. Mike, hier ist am Mambo dran, 4 und 5. Oberstoppbrech. Schau mal, bin ich drauf, liebe Leute, danke. Und jetzt kommt gleich der Angriff. Hier das Duell, Peugeot, Franzose, Giga, deutsche Wertarbeit, aber er kämpft natürlich. Mambo, schaut er an, wie er mit seinem Audi R8 zu kämpfen hat. Also diese Witterungsbedingungen sind wirklich knallhart und wenn die Jungs dann aus Liga 1 und 2 dann auf jeden Fall noch eine Schippe drauflegen von den Zeiten her, ist es auf jeden Fall noch schwieriger zu fahren. So, Vipex im Augenblick 2,47, 4,28. Oh, er geht weit, Bambo, aber einen Schaden. Ja, ich glaube, in der ersten Kurve ist es, glaube ich, ganz, ganz schwer, bei diesen Verhältnissen, bei diesen Witterungsverhältnissen, den richtigen Bremsen zu finden. Weil du bist im Zweikampf teilweise. Aber Rouge sehr, sehr gut. Und ich finde, der Peugeot von Mikey liegt echt, muss man sagen, wirklich gut. Ja, da siehst du ja eigentlich wenig, dass er da quer geht. Aber ich gehe mal von außen, er wird mit Traktionskontrolle fahren. Abflug von Danny. Abflug, ja. Nach Eau Rouge. Heckschaden, Aufhängung. Ja. Ich probiere es nochmal, liebe Zuschauer, aber es wird nicht funktionieren. Ja. Wir können noch 30 Mal den Start anschauen. Ich habe auch meine meine temporären Dateien gelöscht. Spiel nochmal runtergeladen. Von neu. Es ist. Und ich habe ehrlich gesagt wirklich keine Lust, meine PlayStation komplett zurückzusetzen. Wenn jemand noch eine Lösung hat, dann schreibt es mir bitte mal rein in die Kommentare oder hier bei uns im Chat. Dann wäre ich zum Dank verpflichtet. So, 4,6 Sekunden hat jetzt Vipex Vorsprung. Mickey oder Mikey heißt er? Ich sag Mikey. Mikey, ja. Mikey, okay. Der wirklich auch, der bleibt ja richtig dran. Ist ja immer noch unter einer Sekunde. Jetzt auch ein bisschen weit rausgekommen, gerade eben Mambo. Und den Robby sehen sie auch vor sich. Also der kann auch nicht richtig wegfahren. Also wenn das einen kleinen Fehler da irgendwo erlaubt noch, dann sind die beiden auch dran. Mhm. Also das wird wahrscheinlich so das Grüppchen sein, was man jetzt im Laufe des Rennens immer wieder mal im Auge haben muss. Richtig. Was mich einmal raus aus dem Zuschauermodus, dann wieder rein. Vipex geht weit. Ja, oh, ich gehe noch mal raus. Ja, ich gehe nochmal raus aus dem Zuschauermodus. Geh nochmal rein. Ich hoffe, dass es funktioniert. So, aber schaut es euch an. Er driftet ja quasi durch die letzte Kurve und dadurch ist jetzt so wie dran. Wieder. Ja. Also, da musst du wirklich schauen. Der Reifenhersteller muss da wirklich einen sehr, sehr guten Reifen auf die Kette bringen. So, schauen wir uns das Ganze vielleicht nochmal an. Vielleicht funktioniert es ja. Ich glaube es fast nicht. Nee. Es ist immer noch ein Problem, aber vielen Dank, Karl-Heinz. Wegen Speicher auf der PlayStation. Nein, ich habe fast eine Terabyte habe ich noch frei. Habe alles gelöscht, von dem her. Ich weiß nicht. So, jetzt sind wir auf Sony drauf. So, können wir ja gerne mal nach dem Stream besprechen. Ich kann nichts sagen. Der Gossi, du drückst aber dann gut. Und dann. Ja, also ich muss sagen, Corsi hat das schon mal hinbekommen. Also ich glaube nicht, dass er das alles verlernt hat. Nee, nee. Also es wird irgendwie ein technisches Problem sein. Nee. Wirklich, ich drück Z und dann dementsprechend die Replay-Funktion. Aber schade ist es halt, weil Marcel hat ja auch seine.
Okay. Muss ich noch mal schauen. Schaue ich mir nach dem Race dann an. Okay. Wie gesagt, ich habe das Spiel gelöscht, habe den Speicher gelöscht und dann... Hätte ja auch sein können, ich habe... Ja, genau, das wäre wahrscheinlich dann das Einzige, aber es kann ja nicht sein. Weil... Einziges Spiel. Ja. Und dann wäre ich wieder fast 2 Tage beschäftigt und das... Ja, okay. In diesem Sinne, zurück zum Renngeschehen. Von meiner Seite aus, wie ich bin, auch beim Robby drauf. Der hat im Augenblick 13 Sekunden Rückstand. Oh, Vipex dreht sich, Vipex dreht sich. P1, P1. Boah. Ja. Dreher ohne Einschlag. Nee. Aber dadurch ist jetzt der Vorsprung weg. Ja, nicht mehr Vorsprung, der Platz ist weg. Man hat schon gesehen, dass der Vorsprung immer weniger wurde. Vielleicht hat das auch Vipex unter Druck gesetzt. Und der scheint auch nicht so gut zu gehen, sobald der... Lamborghini ein bisschen leichter wird, scheint er überhaupt keine Bodenhaftung mehr zu haben. Dann schauen wir mal im Vergleich, also Reifen sind ungefähr gleich, Sprit hat Vipex definitiv weniger drin, hat weniger mitgenommen am Start, aber wie gesagt, ich gehe mal darauf aus, dass der Sony mit Traktionskontrolle fährt und dann hast du... Start haben sie ja alle gleich, alle starten ja alle gleich mit 3/4 Tank, also er schluckt halt mehr, der Lambo. Ja. Musst du mit deiner Strategie halt aufpassen. Genau. Tanken müssen sie oder ist das, klappt das eventuell auch so? Nein, also mindestens ein Stop. Ein Stop sollte sich ausgehen. Bei Lambo glaube ich nicht. Ja, also da muss ich Vipex tatsächlich überlegen, ob er nicht schon jetzt möglichst schnell reinfährt und das Auto richtig voll tankt, weil es scheint wirklich zu sein, dass wenn er zu leicht ist, da keine Kontrolle mehr hat in der Kurve. Der war nur noch am Rüsten gerade. So, ich bin bei Subi drauf. Er hat doch die schlechtesten Reifen von allen, dem Lambo. Ja, Subi, ich gehe mal davon aus, dass der unten rechts sieht die ganze Zeit, dass er nachregelt. Man schauen wir beim Vipex. Ja. Vipex hat's aus und beim Subi hat's definitiv an. Aber er kommt wieder ran. Also, es ist... Es wird auf jeden Fall spannend werden. Also, ich denke mal, dass das... Rennen fast über die Boxenstrategie entschieden wird. Ja, zwischen Mambo und Mikey jetzt schon fast 3 Sekunden, also da sind sich die Abstände langsam. Ja. Ich sag, gehen wir mal durch. Ich sag, Vipex, jetzt ist er gleich dran, liebe Zuschauer. Vipex nach dem Dreher ist er wieder dran und wie gesagt, Wahnsinn. Also er fährt wirklich mit dem Messer zwischen den Zähnen. Und da sieht man auch dann Konzentrationsschwächen vom Sony. Er fährt die Kurve ganz schön eng, nimmt die Pöller mit. Und jetzt bin ich gespannt. Jetzt hast du ja noch mehr Wasser auf der Straße eigentlich. Weil ja vom Vordermann kommt das ganze Spray auf dein Fahrzeug. Und da hat er, ich denke mal, der Vipex noch mehr zu kämpfen. Ja gut, er fährt die Linie frei, aber... Ja, er geht aber fast quer durch die ganze Kurve durch. Ja, das hat er vorher schon gemacht. Das ist auch, glaube ich, so dieses Problem, der Lambo geht quer und dadurch ist der Reifenverschleiß deutlich höher und ist wirklich besser mit... aber schaut doch mal den Reifenverschleiß an, der ist eigentlich fast gleich mit dem Porsche. Ja, beide gehen sie durch hier, beide gehen sie quer durch, Junge, was für eine Szene am heutigen Nachmittag. Der Porsche und der Lambo gehen beide quer durch die Schikane. Ist das geil. Eis, einen wunderschönen Nachmittag, schön, dass du da bist und hier... Jetzt da, schaut es euch an, im Hintergrund ist das geil. Das ist auch ein Messerschneider, also ja. Hammerhart, schaut es an, wirklich sehr, sehr geil anzuschauen. Na, wir machen, glaube ich, als Special End machen wir, glaube ich, mal eine Drift Challenge oder so. Das wäre doch zur Saison, wenn wir mal eine Pause hätten, eigentlich, glaube ich, ganz geiles Event. So, aber er schiebt an, ne? Also wie gesagt, Sony muss auch kämpfen, ne? Es ist, glaube ich, nicht ganz so einfach. Und. Oh, er dreht sich fast schon wieder weg, Vipex! So, jetzt noch 7, 6, 7, da ist Daniel jetzt dran an Kulmen, der wird den Angriff starten. Ich nehme mal an, Sony und Vipex werden sich jetzt noch nicht direkt noch nicht das Duell geben. Könnt ihr den mal drauf? Als 6 und 7? Nee, das dauert. Ja. Nein, das dauert nicht. Das ist 1, 2 Kurven, dann ist Daniel definitiv dran. Ja, 3 Sekunden hat er aufgeholt. Der Peugeot geht echt nicht schlecht heute, muss man schon sagen. Klar, Traktionskontrolle drin, aber finde ich, er liegt wirklich am besten von allen. Und da geht er auch quer durch hier. Da sieht man, da verlieren sie ganz schön Zeit. Und da geht der Peugeot ganz einfach durch die Kurve, als wäre es nichts.
Und das muss man sagen, bei Daniel muss man sagen, er hat hinten links, hat einen Aufhängungsschaden und Heckschaden auch noch. Ja. Und er geht trotzdem echt gut durch die... Er schaltet doch relativ früh, wie man sieht. Er dreht nicht voll aus, dass er wirklich auch keinen Wheelspin hat. Und lässt schön die Rouge rauflaufen, also... So, Bypex jetzt auch wieder dran an Sony. Dann gehen wir mal da mal hin, liebe Zuschauer. Jetzt ist er gleich im Windschattenbereich wieder. Eieieiei, also das ist, ich glaube, da ist am... Nach 35 Minuten ist dann, glaube ich, Bypex auch durch. Wenn ich mir vorstelle. Ich glaube... Ne? Durchgeschwitzt. Das sind sie, glaube ich, alle. Ja, und nass ein wenig. Ja, das ist auf jeden Fall. Na, sie können sich ja danach in den Regen stellen. Ja. Oh nein, und da kann er nur abfangen. Wahnsinn, schau dir den Drift an. Hammer, unglaublich, das ist ja unglaublich. Hammer, wie das Ding hier durchpflügt, ihr. Eine 10 von 10, ich biete eine 10 von 10, liebe Zuschauer. Haltet euch hoch, die 10 von 10 hier für diesen Drift, unglaublich. 11 von 10 war das schon, mit dem Auto. Krass, also wenn du das wirklich so machst, Keule, bin ich gespannt. Ja. Auf jeden Fall, was für Bilder, das ist richtig. Also wenn das nicht in den Highlights kommt und da schaut's euch an, er geht wieder quer. Feste quer siehst du mehr. In dem Fall wirklich. Ja? Gut, ist ja auch jetzt ein Coolman dran. Jupp, gehe ich auf jeden Fall drauf. Ja, bin ich drauf. Naja, deswegen hat wahrscheinlich am heutigen Tag, wenn die Sonne scheinen würde, rein theoretisch und das alles so klappen, dann hätte er wahrscheinlich die ganzen Fliegen halt auf der Seitenscheibe. Wobei nix. Ah, da macht er den Fehler. Der Fehler macht er, kann er da, aber er macht die Tür zu. Er hätte eigentlich vorbeigehen können, aber er macht die Tür nochmal zu. Dadurch musste natürlich Daniel abbremsen. Und das so, aber... Sapsoni jetzt gerade, Entschuldigung, dass ich mal kurz dazwischen grätsche. 2:47.304 ist neue beste Runde von Sapsoni jetzt gerade. Also man merkt, der Porsche, der geht immer besser. Ja. Ich glaube es nicht, dass es vom gewollt ist, vom Vipex. Oh! Boah, ich habe gerade schon gesehen, wie er im Hintergrund Coolman, dass er ordentlich am Schlingern war. Ja. Hat das Auto aber auch abfangen können. Zweikampf auch zwischen 4 und 5 jetzt. 0,5. Bin ich drauf? Oh, jetzt ich... versucht das. Aber habt ihr gesehen, wie hinten das Auto leicht wird und hinten das Heck leichter Hänsel anfängt? Weil. Oh, jetzt geht er vorbei. Und da ist er vorbei. Da war jetzt gerade ein kleiner Leck bei mir. Aber war ich jetzt vorbei an Mambo? Ja. Und Vipex auch gerade am Sony. So, gehen wir noch mit. Alles und gut. Und da ja. Trifft der Linie besser, aber kann nicht so gut jetzt nach außen. Ja, das ist immer, der muss immer direkt wieder Geschwindigkeit rausnehmen, damit das Auto dann nicht weggeht. Ja. Aber hammerhartes Duell trotz alledem hier zwischen den zwei. Und ich denke mal, Subi wird auch schwitzen wie ein Tier. Ja, erstens, dass er den Porsche auf der Straße hält und hinten sieht er die ganze Zeit in Vipex quasi links und rechts, indem sie sich her driften. Könnte man fast vorstellen, dass Vipex versucht, ihn im Drift zu überholen. Das wäre es ja natürlich auch noch. Detonator schreibt gerade, vielleicht ist es auch gewollt von Vipex, aber als kleiner Scherz am Rande. Ja. Ich weiß nicht, ob man so brutal da mit dem Auto kämpft und das einfach freiwillig macht. Weil auch gerade gesehen, der Dreher, der kommt ganz schnell. Ja. So, wir sehen jetzt auch sprittechnisch, Vipex kann nicht mehr lange fahren, also maximal noch eine Runde. Ne, das schafft er glaube ich auch nicht. Ich glaube, der muss jetzt rein. Oh, da auch der Fehler von Sony gewesen jetzt gerade. Bye-bye, Vipex. Ja, haben wir im Stream drin. Sehr starkes Überholmanöver hier. Ist, wie gesagt, der Druck ist echt enorm, was Vipex trotzdem, trotz alledem... Da, aber schau dir mal an! Ja, der Keule macht es natürlich auch nach. Das ist ja ganz klar jetzt dann im Rennen. Ja? Aber es ist ja auch als Zweiter jetzt, wo es dir hinterfährst. Es macht dir trotzdem, es zaubert dir ein Lächeln ins Gesicht. Wenn der Vordere hier dir dermaßen so durch die Kurven quer geht, es ist trotzdem. Oh, jetzt macht er aber einen. Na, was ist denn jetzt los? Ja, er will in eine Box. Und ja. Ja.
Und es hat natürlich jetzt einiges an Zeit gekostet. So, jetzt kann ich sie natürlich absehen. Elegant, da er älter ist. Okay. So, Denjo hat Kuhlmann überholt. Leider hatte Kuhlmann noch einen Ausritt gehabt bei 6 Sekunden Vorsprung. Jetzt geht er aber übers Gras und versucht den Rasen noch glatter zu mähen, aber braucht er ja gar nicht. Und er geht ja auch hier quer. Also könnt ihr euch freuen in den Ligen 3 und Ligen 3, 2 und 1 am heutigen Nachmittag. Ist der quer, siehst du mir das mal des Tages. Ja, Vipex bleibt lange in der Box, der wird wirklich bis oben hin voll getankt haben. Ja. Damit auch, ja, bis oben hin voll, damit das Auto stabil ist. Ich denke mal, ausgereicht hätte wahrscheinlich 3/4. Ja, aber da auch die Boxengasse verpasst. Und CD-Meister schreibt Keule, da gucke ich mir nachher dann mal genau an. Weil wir ganz klar Fahrer des Tages, ja. Bis jetzt auf jeden Fall. So, 16 Sekunden hat er jetzt Vorsprung. Der Robbie ist auf 2, Mikey auf 3, hat im Augenblick immer noch Mambo im Schlepptau und dahinter kommt schon mit komplett frischem Material unser Lamborghini-Fahrer. Ah, wie du gesagt hast, Chris, er fährt minimal so eine. Driftet auf jeden Fall. Oh, Kuhlmann geht auf Intermediates. Habe ich das richtig gesehen? Ja. Ja. Verdrückt. Dann bleiben wir doch mal drauf und schauen uns das Ganze doch mal schnell an. Habt ihr es nicht die falsche Entscheidung war? Oder aber sich so sicher ist? Also gemein, vielleicht kann auch die Traktionskoordinator vielleicht nach oben etwas geschraubt und dann. Ja. Es ist richtig, CD-Meister oder Marcel, musst du auch erstmal auf der Strecke halten, das ist ganz klar. Wie gesagt, Wetterungsbedingungen werden auf jeden Fall nicht besser. Robbie, Abflug. Nochmal, Robbie, Abflug. Zwei. Ich leide nichts drauf. Probier's nochmal. Ja. Aber es wird nichts so sein. Die beiden sind jetzt direkt dran. Nee. Das wird so richtig spannend. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt in die Box gehen, alle drei. Ja, schauen wir mal. Bleiben wir in der Hauptperspektive mal drauf. Porsche, kannst du eigentlich 9 Runden fahren? Also eine Runde sollte noch gehen. Ja, aber er kommt ganz schön nah. Schau mal, wie schnell der rankommt, der Mikey. Und Robbie. Robbie hat auch keinen Schaden, aber das ist irgendwie ein wenig. Entweder hat er da jetzt ein Problem. Es wird ganz schön knapp hier, aber. Ja, es kann auch sein, wenn du einmal stehen ankommst, dass du dann unter Umständen auch ein bisschen vorsichtiger fährst und dann sind die anderen sofort dran. Die wird dann jetzt das ganze Jahr. Es wird jetzt gleich ein Dreikampf hier, liebe Zuschauer. 3 Marken hier: Porsche, Peugeot und Audi. Und hier. Box. Ja, Box. Box, 2 Box. Beide, und dann, zwei gehen rein, ja. Ja. Und dadurch ist Mike im Augenblick Erster. So, Sony jetzt auch drin. Da bin ich mal gespannt, wo Vipex gleich ankommt. Der sitzt jetzt auch gerade an der Box. Muss nicht ganz so viel tanken, wird er auch nicht machen. Vipex ist auf 2, da bleiben wir mal auf 2 drauf. Ah. Jetzt fährt er raus, sollte eigentlich reichen, sollte reichen. Oh, ich bin auf Vipex drauf, dann sehen wir genau, wo er ist. Und dann schauen wir mal, wie viel Vorsprung wirklich Sony hat. Ja. Gut, jetzt sehen wir auch, dass Mikey auf 1 ist, gerade 3,5 Sekunden Vorsprung hat vor Sony. Ich hoffe nicht, dass er ihn jetzt noch auffällt in seiner knapp Runde. 5 Sekunden hat er Vorsprung. Naja, ich denke mal, der Abstand müsste er, wenn du bis zur Boxen einfach lange noch bei knapp 3,5. So, also im Augenblick die Tabelle. Schaut so aus, Mikey also auf 1, Sony auf 2, Vipex auf 3, Daniel auf 4, Mambo auf 5. Wird gefolgt vom Robbie, da bleiben wir gleich drauf. Auf 6 und 7 Kuhlmann. Oh, Kuhlmann fährt in die Box. Ja, der hat Probleme ohne Ende. Der hat Probleme mit seinen Reifen. Schaden vorne rechts und Aufhängung, Schaden und Klasse mit der Stoßstange. Mike's a Player, Werbung. Ja, richtig. Ich bin gerade auf Sony drauf. Im Hintergrund war schon wieder Vipex gerade am Schlingern. Ja, es geht
geht weit, er geht weit, liebe Zuschauer. Und dadurch verwechseln wir Mambo geht weit und dadurch ist Robbie. Geht weit. Schaut aus wie so ein Hornissennest, so ein Wabennest hier für Nebinennest oder was? Ja, dadurch ist er weiter. So, dann haben wir den Platztausch und jetzt schauen wir mal beim Mikey, der Vorsprung bleibt aber. Knapp ja, wir sind hier schnellste Runde gerade nochmal gefahren. Da wird es auch richtig spannend, wenn er jetzt in Box fährt, wo er rauskommt, ob da Mambo und Bobby noch irgendwie in die Nähe kommen. Ja, und jetzt hat er schon hier knapp 2 Sekunden aufgeholt und Y-Pax hier auf Sony. Liebe Zuschauer, er hat nicht ganz voll gemacht. Y-Pax müsste mehr Sprit dabei haben. Hat er? Ja, nee, ist ungefähr gleich. Ist ungefähr gleich, knapp 3 Sekunden. Oh, er kommt mit großen Schritten an. So, auf Platz 4. Daniel geht mit 12 Sekunden Rückstand hier auf Platz 3, genau. Toni ist jetzt vorbei. Und so, rein rechnerisch sollte Mikey gleich vorne bleiben. Das sind eigentlich so 3-4 Sekunden locker, die ja noch Vorsprung haben. Sollte vor Robbie und Bambo. Ja, Daniel ist jetzt auf 3 quasi vorbeigerutscht. Und jetzt bleiben wir bei Mikey mal drauf. Der bleibt ganz schön lang in der Box. Ja, der macht den wahrscheinlich auch randvoll den Wagen. Und der wird dann wahrscheinlich, wenn es läuft, auf dem Kurven auf jeden Fall rauskommen. Ah, sogar auf Platz 4. Vor Mambo. So. 2,7 Sekunden hat er noch Vorsprung, dass Sony vorbei ist. Ja, zurück. Da. Naja, der war wahrscheinlich komplett durchnässt. Und deswegen hat der Tankfuzzi wahrscheinlich gedacht, ihr könnt mich auch mal. Bleib ich einfach, jetzt bin ich schon nass. 2,5 Sekunden nur noch hier zwischen 1 und 2, liebe Zuschauer. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Ja, also die Traktionskontrolle geht auf jeden Fall komplett durch bei Sony. Ja, und bei Pex. Er hat das Loch nicht gefunden, wahrscheinlich keine. Naja, ich sag's lieber nicht. Ihr habt noch Nachmittag, lieber nicht, liebe Zuschauer. Also von dem her. So, 2 Sekunden, liebe Zuschauer. Jetzt wird's langsam hier knackig nach 10 Runden. Aber seht ihr hier, wie er kämpft und das Gesamte wollen wir. Also, wenn wir solche Aktionen im Stream natürlich vom Keule wollen, dann bitte einmal einen Daumen nach oben jetzt in die Kommentare schreiben. Uiuiuiui, und dann der Dreher und da ist der Einschlag. Liebe Zuschauer, White Pets schlägt ein, vorne rechts, Aufhängungsschaden. Dann pimmelt doch den Daumen mal komplett hier in den Stream. Und das ist natürlich jetzt. Um den Tunnel nochmal aufzugreifen, das war garantiert auch nicht extra jetzt gerade. Also die Taktik müsste ich auf jeden Fall mir nochmal durch den Kopf gehen lassen, wenn es Taktik gewesen ist. Wir sehen jetzt aber auch, Mikey saliert richtig Boden auf Mambo. Der kommt richtig angeflogen. Gut, Robby, der verliert jetzt auch ein bisschen. Also Mambo doch tatsächlich auf dem Weg jetzt nochmal Platz 4 anzugreifen. Und wo Bypex jetzt am Ende rauskommt, können wir auch mal gespannt sein nach der Reparatur. Ja. Denn hier auch der letzte in der Box von allen. Ja, Robby mit Schaden vorne rechts. Auf geht's, Männer. Wir wollen Daumen sehen. Wir wollen Daumen sehen für Keule, dass sie uns heute auch eine Quersiste mehr Show bietet heute bei seiner Liga. Zeit jetzt 2:52:14 beim Robby, aber. Ist jetzt irgendwie aber auch unverständlich, warum wir jetzt nicht in die Box gehen, ne? Durch den Schaden. Nein, keine Einschränkung. Nein, das, um das geht's nicht. Nur.
nur um die Querfahrer rein. Ja, natürlich. Wenn man sich jetzt anguckt. Na, natürlich viel Zeit. Ja, schau mal, Vipex bleibt jetzt mit seinem Schaden draußen, muss er aber auch bleiben, weil der verliert locker 3-4 Plätze und muss sich dann theoretisch an einem Jahr vorarbeiten. Das wird schwierig. Gerade jetzt noch eine halbe Stunde Zeit. Naja, 20 Minuten. Er hat nochmal getankt auf jeden Fall. Keine Reifen drauf. Du bist hier noch mit. Und jetzt hat er natürlich 21 Sekunden Rückstand beim Sony. Boah, weiß ich nicht. Ja, der Drops ist gelutscht. Den Schaden hat er nicht repariert. Nee. Ja, es könnte sein, dass da ein Fehler passiert ist. War man nicht drauf natürlich, aber den Schaden hat er gehabt. Ich denke mal, der hat nur getankt, dass er durchfahren kann. Reifen hat er auch nicht gewechselt. Nee. Reparatur fehlerhaft, ja, richtig. Nein, genau. Er drückt. Klappt das wirklich? Ja, das geht. Ja. Zu schnell X drücken, dann bist du raus. Gleich. Ja, das geht ganz schnell. Ja, möglicherweise. Nervös. Könnte sein, ja. Aber wie gesagt, wenn er einigermaßen mit zurückkommt. Aber dahinter kommt schon Mike der Große. Er ist auf jeden Fall in Sichtweite. Hier, also wenn es ganz schlecht für Vipex läuft, muss er um Platz 2 fürchten sogar. Ja, auch um Platz 3 sogar. Das Podium ist auch noch gefährdet, weil ein Ausritt darf er sich nicht erlauben. Sonst ist auch Mambo direkt mit dran. Tony, der kann sich langsam überlegen, auch schon mal ein bisschen Geschwindigkeit rauszunehmen, so an den kritischen Stellen dann lieber auf Sicherheit ein bisschen zu fahren, weil 21 Sekunden, die nimmt man ihm auch nicht mehr ab. 22 sind schon. Aber so wie es ausschaut, kann Vipex nochmal zulegen. Die Zeitenabstände werden größer. Ich noch mal reingeht. Ja, aber jetzt, guck dir das mal an. Und zack, jetzt habe ich den Kahn nicht erwischt. Ich hätte gedacht, der geht rein. Okay. Und auch da, das Auto steht quer, das bringt nichts. Das war gerade auch schon. Sobald er wieder schafft, ein bisschen Zeit rauszufahren, verliert er danach wieder unheimlich, weil er dann irgendwo einen Fehler macht. Also er sollte nicht so extrem am Limit fahren und versuchen jetzt irgendwie den Abstand nur zu halten und nicht zu vergrößern. Ja, aber wenn du im Rennen drin bist, dann probierst du natürlich alles. Ja, da war er aber auch ganz schön nah an der Mauer, ne? Ja. So. Gehen wir auf Platz 3. Mikey, wie gesagt, 4,5 Sekunden. Dann Mambo knapp 9 Sekunden dahinter. Robbie in Schlagdistanz, aber immer noch mit Schaden. Oh, knapp. Vipex, Autopilot. Mambo hat jetzt auch gerade einen Schaden. Vipex, Abfluss. Hat er. Abfluch. Oh. Vipex ist draußen, liebe Zuschauer. Okay, Disconnect. Wahrscheinlich. Hoffentlich. Hoffentlich, ja. Ja. Oder Lenkrad, Ausstieg oder irgend sowas. Irgendwas. So, Mambo jetzt auf jeden Fall mit Heckschaden, der war ja gerade schon mal ganz dicht dran an Mikey. Jetzt dadurch, ich habe mich auch gerade gefragt, der war doch irgendwie bis auf 3-4 Sekunden ran, jetzt 10 Sekunden. Ja. Ist P2 jetzt auch weg eigentlich. Mit dem Schaden. Jetzt muss er nach hinten gucken, da kommt nämlich jetzt Robby schon angeflogen. Ja. Der ist raus. Da muss man dann nochmal fragen. Warum? Rausgegangen, Warnblinker war an. Gerade für Vipex richtig. Ja, aber nochmals hat er nicht rausgemusst. Dann ja, auch die Aufgabe. Ja, also da, besonders an der Stelle muss man sich ja fragen, warum geht man da freiwillig raus? Das wäre ziemlich blöd eigentlich, weil ich glaube, den dritten Platz, beziehungsweise den zweiten Platz, den hätte er ja höchstwahrscheinlich halten können. Genau. Und dann 16 Minuten vor Schluss, da geht man ja nicht raus. Das wäre ja wird man ohne technischen fragen, Defekt. Könnte der mal nachfragen? Ja. Er hat aber Autopilot angehabt. Warnblinker alles. Ja, wie gesagt, kann ja auch sein, dass das Lenkrad irgendwie ausgestiegen ist oder so. Man weiß nicht, man wird es vielleicht erfahren. Ja, ja. Spekulation ist ja natürlich dann hier wieder losgeschickt. Ja. So, Nummer 4 ist Robby. 2,5 Sekunden. Ne, es wird ein Defekt gewesen sein, vielleicht Lenkrad-Defekt. Ja, wie gesagt, möglicherweise. Weil normalerweise ist Vipex keiner eigentlich, der mal rausgeht. Nee. So, 2,2 Sekunden. Also wie gesagt, beide kämpfen hier quasi irgendwie trotzdem mit stumpfen Waffen, weil der eine hat Frontschaden und Aufhängungsschaden, der andere hat Heckschaden und Aufhängungsschaden. Lenkrad erst neu. Ja, okay. Ja. Ich weiß es nicht. Vielleicht Vibration zu stark oder irgendwas. Man. Spekulation über Spekulation.
Wir werden sie fahren. Ja, sagen wir einfach mal so, freiwillig wird es nicht gewesen sein, weil wer verschenkt denn da die Punkte? Genau. Ja. So, wir sind, wie gesagt, auf Platz 4 drauf, 1,79 dementsprechend halt. Genau. Jetzt fährt eine Box. Ja. Rambo fährt eine Box. Damit ist Rudi jetzt auf Platz 3. Ja, und Daniel ist auch vorbei. Also das war wirklich jetzt... Ich weiß nicht, ob ich da lieber draußen geblieben wäre und hätte gekämpft. Oh, Vipex, okay. Schade, Disconnect. Ah, ist natürlich schade. Schade, starkes Rennen trotzdem gefahren, Vipex. Echt schade. Wie gesagt, die Punkte ist auf jeden Fall gerne mitgenommen. Disconnect ist natürlich immer bescheidener. Ja, Leute. Du kannst schnell gehen, du kämpfst um allem, du lieferst hier die besten Drifts im ganzen Spiel ab, du kämpfst hier um 1 und 2 und fliegst dann durch so ein Disconnect raus. Natürlich sehr, sehr ärgerlich. Spielt natürlich Daniel im Firepad. Kommt immer näher, ja, an Robby. In die Karten und das kann vom letzten Rennen natürlich fast schon die Meisterschaft bedeuten für Firebenny. Olle. Oder was meinst du? Ja, jetzt Rennstreichergebnis. Genau, wir bekommen jetzt wahrscheinlich keine Punkte durch den Disconnect, oder? Wir haben ja diese Renndistanz gehabt. So, 75% müssen gefahren sein. Da haben wir ja. Eigentlich. 50? Eigentlich nicht. Nee, eigentlich nicht. Nein, es sind keine 75. Stimmt. Ja, aber bekommt er für 50 nicht die Hälfte Nein. davon? Nein, okay. Nein. Ah, nein. Schade. Ich hätte gern Punkte zugesprochen, aber die wollen nicht. Driftpunkte kriegt er von uns. Ja, genau, Driftpunkte. Die werden wir auf jeden Fall auf. Den kann gefahren, aber es wäre gerne fertig geworden. Ja, das glaube ich dir. Nee, wie gesagt, du hast Disconnect waren bei ungefähr 76 Minuten. Daniel, 5 mit Tendenzen zu 6. Daniel jetzt wirklich schon relativ nah dran und da muss ich auch mal sagen, Hut ab, Chapeau, am Anfang das Auto weggeworfen. Der eine oder andere wäre dann wahrscheinlich schon so dermaßen genervt gewesen, hätte auch nicht mehr zustande bekommen und jetzt ist er auf besten Weg noch aufs Podium zu fahren. Mhm. Also es zahlt sich halt aus, wenn man einfach weitermacht. Ja. Ich sagte ja, bei 7 Fahrern sowieso. Dann nimmst du Punkte automatisch mit. Der Themameister hat gerade deine Mathefähigkeiten gelobt. Ja. Ja, es ist ja Wochenende. Es ist Sonntag, deswegen. Genau, Sonntag. Genau, Vipex steigt nochmal ins Auto, fahr weiter. So, ja. Und jetzt ist er definitiv dran, Daniel. Aber CT-Meister, mach ich nicht so fertig. Seine Deutschkenntnisse sind schon nicht so super und jetzt Mathe auch nicht. Was bleibt da noch? Geografie, Geschichte? Gönnt mir auch alle mal hier so. Der macht klasse Job heute, das ist richtig. Wie gesagt, ich denke mal, er hat das richtige Auto gewählt mit seiner richtigen Strategie und da geht er wieder ein etwas weit und da kommt er. Religion. Wir haben Heiligenschein immer auf. Nicht so. Immer auf. So, Platz 4. Gott, dein Arbeitszeugnis, du hast dich stets bemüht. Ja, auf jeden Fall. Ja. Okay. Biologie geht auf jeden Fall. Aber nur theoretisch. So, Mickey, jetzt schon wirklich, Mikey, ich krieg's eigentlich nicht gebacken, das ist einfach, egal. Also Mikey jetzt 14,8 Sekunden ran an Sony, aber ich nehme an, der wird Geschwindigkeit rausnehmen, oder? Was glaubt ihr? 11 Minuten noch, er wird ja, Topspeed rausnehmen. Auf Sicherheit fahren. Ja. Ja. Ja, ich denke mal, hier das entscheidende Duell wird auf jeden Fall Daniel werden gegen Robby. Platz. Ja, letzte Podiumplatz. Podium. Genau. Bei der Biologie klappt einfach. Das Loch ist immer... Ja, also... Hast du eigentlich die Ü18-Kennzeichnung irgendwo jetzt im Stream stehen? Ja, auf jeden Fall. Aber ihr müsst auch so bedenken, ne, der Tankmann ist eigentlich mit der wichtigste Mann im ganzen Rennen. Macht der seinen Job, ist das perfekt. Prost. Wir haben noch knapp 10 Minuten zu fahren, liebe Zuschauer, am heutigen Sonntag beim Heavy Rain Regenrennen.
hier in Spa-Francorchamps. So, Daniel muss jetzt wieder ein bisschen abreißen lassen. Was ist da los? Kann Robby nochmal anziehen, trotz Schaden? Jetzt kommt nämlich auch auf Platz 5 Mambo noch wieder an. Der hat seinen Schaden ja reparieren lassen. Das wird nochmal richtig gefährlich gleich. Mikey hat jetzt 2 Sekunden Fall gut gemacht auf Sony. Nicht, dass Sony ja, sich zu sicher. Ja, Sony war gerade schon mal bei 11 Sekunden. Der kann auch mal wieder ein bisschen Gas geben. Ich nehme an, der wird wirklich ganz gezielt eine Sekunde pro Runde oder 2 Sekunden pro Runde dann langsamer machen und dann halt gegebenenfalls noch mal ein bisschen das Tempo. Ja, ah, jetzt ist er aber dran. Jetzt ist er dran. Jetzt ist definitiv Daniel ist dran. Und er muss auch vorbeigehen. Er muss möglichst schnell vorbeikommen, damit nicht noch Mambo von hinten ankommt. Ja, aber das wird er auch gleich machen. Ich denke mal, das Material, hat er dann kurz mal durchgeschnauft. Schummelig, günstig. Ja, aber der Mike hat die schlechtesten Reifen von allen. Die hat Hinterräder. Ja, und Ding muss kämpfen. Und Robby muss auf jeden Fall kämpfen mit seinem Schaden. Ja. Ich würde nur. Also irgendwie ist immer wie aus der Kurve, kommt wirklich, na, jetzt wieder die Sekunde weg, jetzt war er gerade wirklich dran. Ja, jetzt müssen wir da hinten gucken. Mambo jetzt 1,7 Sekunden schon rangefahren an Benjo. Also der muss jetzt da eher nach hinten gucken als nach vorne. Nee, ich denke mal eher nach vorne. Immer nach vorne orientieren. Ah, ciao, er kommt wieder drauf. Er kommt definitiv. Robby kommt nicht so gut durch die Rouge wie Daniel. Jetzt ist er dran. Er probiert es zumindest. Er ist. Jetzt haben wir noch keinen Meister. Das Dreierergebnis bleibt der Abstand gleich, aber weniger die 32 als er noch offen. Ja, wie gesagt, es ist auf dem besten Weg, kann Benny Meister werden. Ist natürlich schade. Aber wie gesagt, es ist ja auf den Plätzen 2, 3 und 4 immer noch echt spannend. Wie gesagt, da Vipex mit drin, die Pink Lady mit drin. Also da ist wirklich noch Spannung pur am letzten Saisonrennen dann. Das letzte Rennen wird auf jeden Fall spannend, Benny. Nee, der Abstand zu Daniel, zwischen Daniel und Mambo bleibt fast gleich. Und jetzt geht er weit, aber beide machen einen Fehler. Beide. Und jetzt dreht er sich, Nein, ja. Nein, er schmeißt es weg. Er schmeißt den Platz weg. Eieieiei, keinen Schaden zum Glück, aber das war's auf jeden Fall. Das war's, ja. Mit dem Podium eventuell. Es kann nur noch hoffen, dass ich gleich Mambo und Robby irgendwie in eine Quere kommen. Ja, 7 Minuten, ansonsten. Freunde. Also, wie ihr seht, liebe Zuschauer, es ist heute wirklich alles möglich. Kommen nochmal in der Box. It's Mambo Number 5. Schauen wir hier mal im Vergleich Robby an und Mambo. Wie gesagt, der Schaden vorne, die besseren Reifen hat definitiv Robby. Es wird spannend. Racebase, grüß dich. Es wird definitiv wird extrem spannend um den Aufstieg. Genau, Sony liest jetzt auf 4, 2 Plätze fast gleich. Ja, ich bin schon mal Mathe für die nächste Woche. Ja, genau. Ja, wir fangen mit der Integralrechnung an. Genau. Naja, auf jeden Fall wird das hammerhartes Finale dann. Ich blende euch nochmal die Tabelle ein dann für nächste Woche dann. Leichtes Tänzen hier auf der Hinterachse und jetzt ist er dran. Jetzt kommt der Mambo. Jetzt schauen wir mal, kann er vorbeigehen? Setzt sich. Ja. Ja, und geht vorbei. 2x3 ist 6. Wie war das? Ne, 2x3 ist 5.
Zweimal 3-6 heißt, ihr so ein Glück gehabt, dass es passt. Oh, gleich die Berührung hier zwischen Mambo und Robbie. Ja, aber nichts passiert, alles gut. Das ist die Frage, ob jetzt Robbie mit seinem Schaden nochmal kontern kann. Ach ja, 2x9, genau, so noch was. Ah, er ist noch dran, er kämpft auf jeden Fall. Ja, du kennst es ja ein Jahr länger wie ich, Marcel, ne? Also Pippi Langstrumpf, von dem her hast du ein Jahr länger das zu üben. Ja, doch, kann ich. 3 Oktaven. Schief, laut und mit vollem Enthusiasmus. Oh, da war Mambo gerade schräg und Robby hier auch hinterher. Da hat er jetzt auch noch mal ein bisschen wieder verloren. Das ist richtig. Denk mal, der Mambo wird sich gleich nach der Uru schon wahrscheinlich Camel Straight wieder absetzen können, noch ein bisschen. Ja. Aber es bleibt spannend. Wie gesagt, wir haben noch knapp 4 Minuten und es ist noch nicht gegessen. Das Podium der Zuschauer ist auf jeden Fall. Bleibt es bis zum Schluss spannend. Klar, Mambo darf sich keinen Fehler erlauben. Beim kleinsten Fehler kann das schon wieder anders aussehen. Nur die ersten beiden Plätze sollten eigentlich mit den Abständen jetzt relativ safe sein. Ja, gehen wir mal drauf. Knapp 20 Sekunden hat Sony Vorsprung. Knapp 20 Sekunden hat auch Mike Vorsprung. Aber Jungs, ganz ehrlich, wir hatten einfach die besseren Kinderserien wie ihr. Ja, weil heutzutage mit Dragon Ball und Pokémon und Schieß mich tot, ne, das ist ja ganz alles. Ich glaub, Pokémon gibt's glaube ich gar nicht mehr, oder? Doch. Ich glaube auch nicht. Du bist schon einfach viel zu alt. Pokémon Go, die spielen doch immer noch bestimmt noch irgendwelche. Du bist doch dieser Eis am Stiel Generation noch, oder ja, nicht? Ja, klar, logisch. Das waren wir übrigens noch. Genau, hat Race Pace richtig, heute kommt so lange nur noch Schmutz. Na, wenn ich denke an meine Jugendzeit, da haben wir noch zu Basa gehabt. Oder das A-Team war noch da. Da haben wir den Schmutz gemacht und vernünftige Serien geschaut. Und heute guckt man genau, jetzt. Das A-Team oder Knight Rider, das war noch MacGyver Serien. War auch noch. Genau, MacGyver. Und es war genauso wie hier. So, MacGyver konnte wenigstens aus einem Stift irgendwas bauen. Also ja, dann MacGyver hat kaum gelernt. Genau. Ja, nicht der heutige MacGyver. Und Chuck Norris nicht zu vergessen. Texas Ranger. Das ist die Bewerbung als Tankmensch. Ja, genau, danke. Ja, mit Chuck Norris ist das heute toll gewesen. Genau, die Strecke toll gepustet vorm Rennen. Richtig. Genau. Michel Vaillant. Airwolf. Genau, jetzt geht's los hier. Packen wir mal die Kinderserien hier aus, so auf die Art. Oder die Serie von damals. Ja, und in der Zeit, wenn es um Autos geht, sprich Knight Rider oder A-Team, setzt sich jetzt Mambo knapp 3 Sekunden ab, liebe Zuschauer. Da gab es auch noch das eine Motorrad, das spezielle. Street Hawk, genau, Street Hawk war es. Ja, da gibt es sogar, hat vor kurzem Helder Steine, hat so Art, da gibt es einen Hersteller von Klemmbaustein, der hat quasi das Auto nachgebaut und das A-Team will er irgendwie auch noch nachbauen. Ja, das ist Weltklasse. Das waren wirklich gesagt noch Serien, ne? Und die Frage ist, warum kommt immer noch das A-Team heutzutage? Weil es einfach cool ist. Ja. Wir wollen natürlich nicht den ersten platzieren. Da geht Coleman weit. Wird zurückgesetzt. Ja. Aber es ist richtige Knight Rider. Nicht so Knight Rider 2000 oder Team Knight Rider oder sonst irgendwas. Okay. Und ich bin gespannt, ob von euch heute jemand die Viper fährt, weil da gab es ja auch eine Serie, die hat Viper geheißen. Von Rot auf Silber hat sie sich dann transformiert oder so. So, 21 Sekunden, knapp 22, Subi vor Mikey. Mikey hat so ein bisschen nachgelassen, aber die 2 Sekunden, was er da etwas verloren hat, ist egal. Wie gesagt, ist auch die letzte Runde hier. Mambo auf den sicheren dritten im Augenblick. Wie gesagt, es kann noch was passieren. Dann Robbie auf der 4. Daniel auf der 5. Und Coleman auf der 6. Die Union für Recht und Verfassung, oder wie war's? Ne, die
Hast du für Recht und Ordnung? Oder irgend sowas war es. Ja. Schöner trifft hier vom Coleman. Er schmeißt das Auto fast weg. Aber er kann es noch halten. Er hat es aber dann, wie gesagt, sein Fauxpas revidiert. Vielleicht hat er sich in dem Sinne auch verklickt gehabt mit den Intermediates. Möglich ist alles. Ne? Ja. Auf jeden Fall. So, Zeit ist um. Letzte Runde und wir bleiben natürlich Foundation für Recht und Versorgung. Genau, Don Beretta. So schaut's aus. Genau berechnet. Man sieht ihn kommen im Hintergrund, aber das ist egal. Ja. Mit Bonnie, genau, Bonnie war ja die Mechanikerin von seinem Auto und mit, wie hat der etwas ältere, grauhaarige geheißen? Von Knight, oder? Michael Knight ist er und, oh, wie ist er? Ja, genau. Das ist die Frage. David? Ne, David, ne, David war er. Hey. Oh. Devin? Devin? Devin Miles, genau, Devin Miles. Devin, genau. Devin Miles. So, er hat seinen Vorsprung nochmal ausgebaut. Hier, Wahnsinn, sehr, sehr gutes Rennen von Sony. Starke Zweikämpfe hat gehabt mit Vipex, der leider einen Disconnect hatte. Liebe Zuschauer, am heutigen Nachmittag hier in der Liga 4 der EGTL. Und hier fährt er die letzte S-Schikane. Und dann geht's ja auf Start und Ziel. Und wir gratulieren Sony zu voller Punktzahl. Herzlichen Glückwunsch, Sony. Starkes Rennen geliefert. Jo, ja, Respekt. Genau. Ja, sehr gut. Glückwunsch. Richtig. So, Mikey, schaut euch an. Zweiter Platz. Richtige Fahrzeug gewählt am heutigen Tag. Mit dem Peugeot. War sehr günstig. Ja, ihr merkt auch, liebe Zuschauer, es kommt nicht immer auf die Masse der Fahrer an, sondern wie gefahren wird. So, herzlichen Glückwunsch, zweiter Platz, Mikey. Und ihr Mambo konnte sich durchsetzen gegen Robbie und hat Platz 3 für sich. Wenn er nicht noch irgendeinen Bock baut. Genau, Platz 3 dafür. Platz 4 kommt. Halt, da sind wir zu Hause. Robbie. 5 für Daniel, der leider mehr gehabt hätte, eigentlich, wenn das Auto nicht nochmal weggeschmissen hätte. Wir haben auch nur 3 Zeitstrafen gehabt. Gut. Sehr, sehr gut. Ja, richtig. Glückwunsch an den Sieger. Und ich glaube, sie sind froh, endlich mal jetzt einen schönen heißen Kakao zu trinken und vielleicht einen Keks dazu nach dem Rennen. Was ist los mit dir? Warum? Ja, bei so einem Wetter ist das Geilste ein schöner Kakao mit einem Keks. Na? Ja, das stimmt. Na, bei die. Mutti. Ja. Genau. Sony auf 1, Mickey 2, Mambo, Robbie, Daniel, Coleman und der Whitepacks, was leider ein Disconnect hat. Genau, alle unter die Dusche, schön einpacken. Jetzt schauen wir nochmal auf. Wo haben wir es denn? Auf den Kalender, liebe Zuschauer. So, große Finale heißt es auch frei nach Rüttiger. Lasst uns überraschen. Und überraschen hier. 25.10. das Finale hier bei mir in der Lobby 4. Es bleibt auf jeden Fall richtig spannend. So, wir wechseln nochmal schnell den Bildschirm und dann gehen wir dann hier, schicke ich euch weiter. Dann gehen wir nochmal auf die Tabelle schnell ein und dann schaut ihr das mal an. Hier der vielleicht Meister mit Benny, aber hier schaut euch mal das um Platz 2 an, den Aufstieg. Vipex 97 Punkte. 96 Pink Lady. Mike der Große hat sich jetzt natürlich an beiden jetzt vorbeigeschoben mit 92 Punkten. Subi hat sich jetzt weiter nach vorne geschoben. Also es wird richtig, richtig spannend bei uns hier in Liga 4, wer die 3 Aufsteiger sind. Also seid gespannt. Nächste Woche bitte wieder einschalten. Wenn es klappt, wieder mit Co. Auf jeden Fall ist die Keule wieder dabei. Chris, danke dir dafür. Ja, gerne. Genau. Bei mir geht's morgen dann weiter wieder Formel 1 ab 20
10. Also wenn ihr Bock habt auf Formel 1, schaut euch gerne bei mir um. Und wir machen natürlich jetzt einen kleinen Raid und gehen dann zum lieben Sonic weiter. Und ich danke schon mal den Zuschauern. Alle, schön, dass ihr da wart. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag. Und wir sehen uns spätestens nächste Woche. Bis dann.